Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Noir Box von Broilers. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Noir von Broilers, das Ganze aus dem Jahr 2014. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das sechste Album der Band. Wir haben hier eine Box im Querformat. Auf der Oberseite, auf dem Boxdeckel, lesen wir hier einmal Noir Deluxe Fanbox Broilers Noir. Also, der Albumtitel Noir kommt aus dem Französischen. Noir heißt schwarz. Und passend dazu haben wir hier auch jede Menge schwarz im Artwork. Wir haben hier eine schwarze Jacke bzw. einen schwarzen Ärmel, der hier mündet in einem schwarzen Lederhandschuh. Und dieser führt hier scheinbar ein Messer vor schwarzem Hintergrund. Also ziemlich viel Schwarz dabei. Auf der Seite ist das Ganze in Weiß. Und hier haben wir mal den Boxinhalt aufgelistet. Noir Deluxe Fanbox. Noir Digipack CD, Film Noir, Making of, DVD, Bandana, Stofftasche, Blechschild, Aufnäher, Bierdeckel, Autogrammkarte, Aufklebers, Backdropstück, farbiges Bandposter, DIN A2. Heftig. Also rein so von der Auflistung extrem viel Inhalt. Dann haben wir hier noch das DVD-Symbol und einen Barcode. Rechts ist das Ganze in Schwarz. Hier dann in Weiß mit dem Schriftzug Broilers Noir. Und auf der linken Seite ebenfalls wieder in Schwarz. Auf der Unterseite haben wir einmal die Band abgebildet, die fünf Bandmitglieder. Und dann haben wir hier einerseits die CD-Tracklist und dann auch noch die DVD abgebildet. Okay, gut, hier unten die Beteiligten zum Album. Ich würde sagen, auf die Tracklist bzw. auf die DVD gehen wir dann noch genauer ein in der Box selbst und nicht jetzt am Boxboden. So, von innen natürlich auch hier wieder in Schwarz. Wir haben hier einmal ein dickes Digipack scheinbar mit zwei einzelnen, nein, es ist ein Digipack, okay. Dann haben wir hier das Bandana, eine Tragetasche, eine Stofftasche, einen Patch, also ein Aufnäher, ein Bierdeckel, eine Autogrammkarte, ein Blechschild, ein Riesensticker, ein Poster und dann hier noch so ein Stück Bühnendeko. Okay, von innen in Schwarz, wie auch schon der Boxdeckel passend zum Album. So, machen wir die Box zur Seite. Und ein paar Sachen kommen ja hier in Folie. Die werden wir uns gleich mal hernehmen. So, einmal Folie, zweimal, der Rest kommt ohne. So. Gut. Nachdem wir jetzt die Inhalte einzeln ausgepackt haben, starten wir wie immer mit dem Album an sich. Hier haben wir wieder das Cover, das wir schon von der Box kennen, also das Albumcover. So sieht das auf der Seite aus. Broilers Noir plus eine Katalognummer. Und auf der Rückseite haben wir, wie schon auf der Box gesehen, die Tracklist. Auf dem Album an sich, auf der Noir CD, haben wir hier 16 Tracks. Und dann haben wir noch die Noir DVD. Making of Noir, 56 Minuten lang, irgendwann einmal in Düsseldorf, Broilers Live und Backstage im Dezember 2012, 13 Minuten. Darunter die 5 Bandmitglieder, Barcode und Beteiligte. Das Ganze ist dann so ein so eine Papphülle, so ein Pappschuber mehr oder weniger. Und in diesem steckt dann dieses umfangreiche Digipack.
Wir haben hier einerseits mal einen FSK 12 Hinweis, der bezieht sich auf die DVD. Ansonsten sieht das Ganze hier wieder ident aus. Und dann schauen wir mal hinein. So, das Ganze. Erstmal haben wir hier einen Flyer. Okay. Dann haben wir auf der linken Seite das Booklet. Noir. Jawohl, wir haben hier die Lyrics. So stelle ich mir das vor. Sehr schön. Also, das Booklet vom Artwork her sehr ähnlich wie auch schon die Box. Ganz klassisch in Schwarz und Weiß gehalten. Schöne Fotos und dazwischen dann immer wieder die einzelnen Lyrics zu den Tracks, dass man hier mitlesen kann, mitsingen kann. Sehr schön. So, Fotos, Text, alles hier mit dabei. Und zum Abschluss haben wir dann hier noch die Credits zum Album. Wer hat hier mitgewirkt, wer war beteiligt? Jawohl, also alles Wichtige inklusive Lyrics hier mit dabei. Dann haben wir die Album-CD, die sieht so aus, in Schwarz und Weiß. Und der Rest ist hier in Schwarz so geprägt, ich hoffe man kann das sehen, ja. Im Licht sieht man das, hier an der Seite noch diverse Texte und die CD in Schwarz eingefärbt. Sehr schön. Dann haben wir die DVD. Auf der DVD auch hier wieder der FSK 12 Hinweis Broilers Film Noir DVD. Und auf der Hinterseite kommt dann hier etwas zum Vorschein. Sieht so aus wie ja, irgendein alter Tisch. Hier liegen unter anderem Weintrauben, ein Messer. Sieht aus wie eine schwarz eingefärbte Ananas, das hier. Also, sehr spannende Motive. Das alles in diesem Digipack. Dann packen wir das mal wieder zusammen. Also, jetzt haben wir natürlich den Flyer vergessen. Der kommt auch wieder rein. So. Dann packen wir das wieder rein und kommen zum nächsten Boxinhalt. Wir haben hier eine Tragetasche. Die ist hier in diesem klassischen Ton, in dem die meisten dieser Tragetaschen sind, also in diesem hellen Beige. Und dann haben wir hier eine große schwarze Fläche und darunter lesen wir Broilers Noir. Die andere Seite ist ganz einfach in diesem Beige gehalten. Und dann schauen wir mal hinein, ob wir hier... Das sieht vielversprechend aus. Jawohl. So, was lesen wir hier? 100% Baumwolle Willi Meisel GmbH aus Deutschland. Grüße gehen raus. Das sieht man ja echt selten, dass solche Textilinhalte, die in solchen Boxen sind, dann auch mal aus Deutschland kommen. Meistens ist ja doch dann irgendwie... Bangladesch oder ärmere Länder, sagen wir mal so. Dann haben wir einen Sticker mit dabei, einen Totenkopf mit einem Hut darauf, gekreuzte Knochen und der Broilers Schriftzug. Ziemlich großer Sticker. Es ist zwar nur einer, aber der ist dafür umso größer. So sieht er aus. So, ein Poster ist mit dabei. Das schauen wir uns mal an. Und hier haben wir dann auch wieder in bester Film Noir Optik, in bester Film Noir Manier, die Bandmitglieder. Alle fünf sind hier wieder mit drauf. Sami, Ron, Andy, Ines und Christian. Hier unten lesen wir wieder Broilers Noir 1994 bis 2014. So, einseitig bedruckt, also Rückseite blank weiß, das Poster im Hochformat und hier an den Seiten haben wir dann noch jeweils einen weißen Rahmen. Dann haben wir was, was es selten gibt. Ab und zu schafft es das Inboxen. Es ist jedes Mal für mich erstaunlich, vor allem die Arbeit, die dahinter steckt, denn wir haben hier tatsächlich ein Stück der Hintergrundkulisse und zwar Backdrop, so nennt sich das, also so die Bühnengestaltung, die Bühnenkulisse, die man bei einem Live-Auftritt dabei hat. Und zwar haben wir hier ein originales Stück
von diesem Backdrop aus der Tour 2011 bis 2013 des Albums Santa Muerte. Und dieses Stück hier, oder generell, also von dieser Backdrop-Gesamtheit, wurden dann eben diverse Stücke zusammengeschnitten, insgesamt 4000 Stück. Daher ist auch die Box auf 4000 Stück limitiert. Und die hat man dann hier auch nochmal durchnummeriert mit einer Seriennummer. Also meine Box ist Nummer 1956. Jawohl. Genau, hier haben wir nochmal die Infos. Im Live-Ansatz von 2011 bis 2013, handgeschnitten von Broilers Merch-Fee Frank. Das ist dann scheinbar die gesamte Backdrop, die gesamte Hintergrundkulisse gewesen. Und ich habe eben genau ein Stück Rot erwischt. So, dann haben wir hier einen Bierdeckel. Bis hier war das Ein gutes Leben Broilers. Und auf der Rückseite wieder, oder eigentlich ist das hier die Rückseite, und auf der Oberseite dann wieder der Totenkopf mit dem Hut und dem Schriftzug, den wir schon von dem Sticker kennen. Dann gibt es einen Patch 1994 bis 2014 bis X, also schauen wir mal, wie lange es die Band noch gibt, daher das X, Broilers Noir in so einem schwarz-weißen Rautendesign. Und das kann man sich dann natürlich irgendwo aufnähen, wo man möchte. Ein Blechschild hat es auch mit in die Box geschafft. Sorry, no exceptions. Hippies use backdoor. Also hier ein schwarz-weißes Schild aus Blech mit diesem wunderbaren Spruch hier drauf. Und das wurde hier auch geprägt. Das kann man hier sehen. Hier unten haben wir noch die Infos. Thanks for your support. Und dann hier noch Website und Label. So, dann kommen wir zur Autogrammkarte. Die sieht so aus. Auch hier wieder alle fünf Mitglieder der Band abgebildet. Und wir haben hier tatsächlich von jedem Einzelnen eine Unterschrift. Also mit silbernem Stift hat man hier unterschrieben. Das Ganze ist im Querformat. So sieht das auf der Rückseite aus. Das Foto ist von Robert Eichelpoth. Alle fünf Unterschriften mit drauf. Sehr schön. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Bandana. So, in schwarz und weiß natürlich, wie sollte es anders sein, haben wir hier ein gutes Muster, also so Ornamente, die sich hier über die gesamte Fläche ziehen und in der Mitte groß dann wieder der Name der Band plus der Albumtitel. Bei diesem Bandana haben wir leider keine Zettelchen dabei, also keine Info, wo das Ganze herkommt oder so, aber ich gehe mal davon aus, 100% Baumwolle, beziehungsweise, ich denke mir noch gerade, wir hatten hier so eine Plastikhülle, ja genau, also 100% Baumwolle und das Ganze ist made in China. Grüße gehen raus. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Bandana in schwarz und weiß. Dann haben wir die unterschriebene Autogrammkarte mit allen fünf Unterschriften der Bandmitglieder. Dieses Blechschild hier, Hippies Use Backdoor. Dann haben wir diesen Patch hier, ebenso das Stück der Bühnendeko auf 4000 Stück limitiert. Das Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Den großen Sticker, diesen Totenkopf-Sticker in der gleichen Optik, dann noch dieser Bierdeckel hier, kreisförmig. Die Tragetasche aus Baumwolle, sowie natürlich das Album an sich inklusive DVD im Digipack. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Noir von Broilers. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Broilers unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.